Für Liverpool ist es ein Endspiel am 6. Spieltag. Um ins Champions League Achtelfinale einzuziehen, ist ein Sieg gegen Neapel Pflicht. Ein 1:0 oder 2 Tore Vorsprung müssen her. Wir alle wissen um das Ergebnis oder die Ergebnisse, die wir brauchen. Das ist durchaus schwierig, denn Neapel ist gut mit dem Ball und gut im Kontern. Ein typisch italienisches Team, das auch gut beim Verteidigen ist. Es ist eine große Herausforderung, aber wenn etwas Besonderes möglich ist, dann hier. Deshalb sollten wir es probieren. Der große Vorteil? Anfield Road. Dort holten die Reds bisher alle 6 Punkte dieser Champions League-Saison. So far at home we were bisher sind wir zu Hause eine gute Mannschaft und müssen morgen noch besser sein. Ich habe den Jungs gesagt, wenn nichts Besonderes passiert mit Schiedsrichterentscheidungen oder was auch immer, dann bekommen wir morgen, was wir verdienen. Das können wir aber nur sicherstellen, wenn wir auf höchstem Niveau spielen. And the only way to make that sure is that we really perform on our highest level. Vor allem auswärts klappte das in der Champions League zuletzt nicht. Nach den Niederlagen in Belgrad und Paris sind Jürgen Klopp und Co. unter Zugzwang. Wir sind selbst für diese Situation verantwortlich, im guten wie auch im schlechten Sinne. Wir haben uns für den Wettbewerb qualifiziert. Die Gruppe ist schwierig, das war nach der Auslosung klar. Jetzt haben wir aber noch die Chance weiterzukommen und das ist wirklich was Besonderes nach den bisherigen Spielen. Liverpool gegen Neapel, Klopps Endspiel um die Champions League. Für die Reds ist ein Sieg Pflicht.